Und willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe schon ein bisschen weitergemacht, ohne aufzunehmen. Und zwar hier oben das Dach schon mal fertig. Also fast fertig, nur bis auf das Glas, was da noch hinkommt. Und ich habe schon einen Ofen gemacht, damit wir Glas machen können. Ich habe schon mal hier die Küche fertig gemacht. Und ich habe noch ein bisschen, habe ich einfach hier schon mal angefangen. Ja, und wir haben jetzt so eine Trittplatte, damit die Tür auf und zu geht automatisch, ohne dass wir das machen müssen. Ja. Ich wollte jetzt noch Sand suchen gehen, dass wir noch weiter Glas machen können. Für unser schickes Häuschen. Ich habe eben gedacht, das ist jetzt blöd, wenn ich jetzt noch eine Folge mit Holz mache. Noch eine und noch eine und noch eine. Habe ich einfach ein bisschen weiter gemacht und dann war es zu viel und ich habe da ein bisschen übertrieben. Auf jeden Fall habe ich auch Sand gefunden. Nein, lass das doch. Wir haben auch mittlerweile, wer ist das hier? Schaufel und so aus Stein. Ja, genau, Stein. So, wieder hier hoch, nicht, dass wir ertrinken. Genau, da oben. Ist jetzt ein bisschen dunkel hier. Warte mal, ich setze mal kurz eine Fackel hier an der Wand. Und nee, das ist die Schaufel. Ich habe auch eben eine Stelle gefunden, wo wir gut Stein abbauen können. Deswegen bin ich auch schon wieder Level 4 und nicht mehr Level 2 waren wir, glaube ich, bei der letzten Folge. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe nur gedacht, ist ja blöd, wenn wir jetzt die ganze Zeit nur das ganze Holz sammeln für das Haus und wir nicht weiterkommen, ne? So. Ich werde auch, sobald wir das Haus fertig haben, also soweit alles fertig ist, auch, dass wir gleich eine Küche haben, wo wir essen können, Essen machen können, auch das auch gleich stellen, damit wir halt Monster als Gegner haben, ne? Also sonst haben wir später Probleme, wenn wir irgendwas craften müssen, wo wir Monster-Sachen brauchen. Und wir haben keine Monster, die wir umbringen können. Und ja, ich spiele das auf leicht, weil ich Spaß haben will an dem Spiel, ne? Und mich nicht ärgern müssen, dass ich die ganze Zeit sterbe. So, warte mal. Wir tun mal den ganzen Sand hier einfach abbauen. Ist ja egal, wenn wir zu viel haben. Ich denke mal, zu viel kann man nie haben. So. Ich glaube, den Sand haben wir jetzt hier abgebaut, ne? Wie das aussieht. Mal gucken, dass wir hier nicht sterben. In dem Wasser. Ich weiß auch gar nicht, ob ich sterben kann im Moment schon. Warte, dann tun wir den Stein hier auch direkt hin. Wenn wir einmal hier sind. So. Haben wir jetzt so einen kleinen See hier. Mach die Steine weg. Er breitet sich aber nicht weiter aus, ne? Ist egal. Ich habe auch wieder ein paar Setzlinge gesetzt, damit wir halt neue Bäume bekommen. Ist da noch mehr Sand? Ja, ne? Ja. Oh nein, jetzt ist die Schaufel kaputt gegangen. Das sieht, glaube ich, jetzt nicht mehr, ne? Nee. Okay, ist nicht. Ach, das ist ja so eine blume Pflanze. Gehen wir mal gucken, wie weit der Sand ist. Dann machen wir das Häuschen weiter. So, ich habe die Löcher jetzt einfach mal gelassen, dass wir immer zurückfinden. So. Hier habe ich, also hier ist der Ofen. Okay, achso, wir hatten gar keiner mehr drin. Genau, ich hatte gar keinen Sand mehr. Stimmt. Das kommt dahin und dann brauchen wir Holz, um das anzufeuern. Das dauert ja jetzt ein bisschen. Was machen wir denn in der Zeit? Ich guck mal, was man sonst doch so alles machen kann. Werkbank haben wir, Ofen haben wir. Das brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Schmiedetisch.
Brauchen wir doch auch noch nicht. Lagerfeuer, weiß ich nicht, für was wir das gebrauchen können. Truhe. Was war denn alles mit Truhen? Ein Bett. Aber ich glaube, dafür haben wir diese anderen Blöcke nicht. Ich weiß nicht, woher man die kriegt. Zäune. Türen. Hatten wir schon mal geguckt. Und die Platten. Das war jetzt alles hier an, wie heißt das? Werkzeugen. Schild. Fackel. Das sind die ganzen Essenssachen. Ternen, Hebel. Was war denn das hier hinten denn? Was ist ein Beobachter? Was ist das denn? Kugel. Dekoration, okay. Ah, Teppiche, okay. Was können wir die denn herstellen? Gemälde. Stab. Papierbuch. Bücherregal. Ach, das ist überhaupt noch einiges, was wir bauen können, ne? Aber gibt es nicht auch sowas wie ein Herd oder sowas? Schmiede. Kartentisch. Was ist ein Kartentisch? Okay. Gucken wir schon mal, ob da was fertig ist. 14 sind schon fertig. Oh, wir haben gleich kein Holz mehr. Wartet. Wenn das fertig ist, tue ich jetzt das da reinsetzen. So. Oh ne, hier ist die Erde, ne? Mist, die Erde können wir gar nicht da reintun. Habe ich noch irgendwas aus Holz, was wir im Moment nicht brauchen? Das hier brauchen wir nicht zum Beispiel. Das hier nicht. Tun wir einfach das Zeug da rein, was wir nicht brauchen. Die da, ne? Genau. So, dann setzen wir das Glas schön dahin. Oh, ich werfe die immer aus Versehen weg. Wir machen erstmal hier unten die und dann können wir ja später das Dach machen. Kann man das Glas eigentlich auch noch für was anderes verwenden? Crafting. Glas, Glas. Irgendwas Besonderes aus Glas. Okay. Welche Blöcke? Mhm. Okay, da könnten wir große Erde mit herstellen. Was auch immer uns das bringen würde. Ach, die sind aber schön. Aber wir müssen uns irgendwie Ziegelsteine besorgen. Kann man die irgendwie herstellen? Wartet. Wo war das nochmal? Hier, aber Information. Aus Lehm, okay. Wenn wir Lehm finden, können wir Ziegelsteine herstellen. Und dann könnten wir diese Ziegel... Ach, damit will ich ein Haus bauen. Damit wird auf jeden Fall ein Haus gebaut. Dann unser zweites Haus. können wir noch irgendwas für mit dem Glas anstellen? Glasflasche. Für was brauchen wir das denn? Kann mit Wasser gefüllt werden und wird als zur Brauen von Tränken. Okay. Kessel. Das ist ein Kessel. Cool. Eisenbahn. Okay.
Ich muss wahrscheinlich Eisen für einschmelzen. Okay, nee, dann machen wir erstmal die Fenster. Machen wir erstmal die Fenster fertig. Weil wir noch so viel Sand brauchen. Aber ich glaube, ich weiß noch, wo wir welchen bekommen. Da habe ich eben nämlich noch eine Stelle gesehen, die auch nicht so weit weg war. Ach, ich habe gar nichts mehr. Es ist schon was fertig und wir haben wieder kein Holz drin. So. Das ist schon mal hübsch. Wir müssen auf jeden Fall noch einen anderen Boden. Dass wir den Boden hier ausheben und da immer so einen Holzblock reinsetzen oder so. Damit das schöner aussieht. Ich mache mal hier so eine Treppe schon mal. Aus Erde. Damit wir hier gleich hochkommen. Um hier die Sachen reinzutun. Also dann das Glas. Okay. Wir brauchen eindeutig Holz. Die Axt haben wir noch, ja? Okay. Wir brauchen wieder Holz. So. Aber ich habe da hinten über diesen einen Berg habe ich auch schon jede Menge Bäume gesehen, aber das sind andere. Wir können ja nicht jeden Baum fällen, ne, den wir sehen. So. Ich hasse diese Bären jetzt schon, ne? Okay. So, damit das auch noch gefällt hier. Dann haben wir es auch direkt weg. So. Hier war ich aber schon mal da hinten. Ist zumindest nur eine Fackel von mir, wie ich gerade sehe. Dann war ich ja wahrscheinlich eben schon mal und habe gedacht, ach, setz mal die Fackel dahin. Hier ein bisschen von dem grünen Zeug weg. Ach, da ist auch noch ein Setzling direkt gewesen. Das ist gut. Dann nehmen wir die beiden auch noch hier mit. Na, was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Ist das ein Kürbis hier vorne? Was war das? Das ist ein Kürbis, genau, wie cool. Sind hier noch mehr? Was hier so dahinter ist. Noch mehr Wald und Bäume. Merke ich mal, ob es hier auch andere Gebiete gibt. Wir haben hier irgendwie nur Bäume. Alles nur Bäume. Also wir brauchen keine Angst zu haben, dass uns die Bäume ausgehen. Wenn wir eindeutig noch genug haben. Wie viel Holz haben wir jetzt? Ach, wir können noch ein bisschen mitnehmen. So, okay. Die ist auch kaputt gegangen. Genau. Wir nennen das einfach hier der fliegende Wald. Weil hier alles so fliegt. Dann... Wenn wir den See wissen, wir sind in der Nähe von zu Hause.
So. Darüber, ne? Ach ja. Warte mal. Wir haben gar nicht so viel R, dass wir es zumachen können, ne? Schade. Mal, wir bauen das hier vorne ab, dann bauen wir das hier zu, damit da keiner reinfällt. So, jetzt aber. Hoch mit uns. Dann bauen wir das Loch da hinten zu. Muss ich aber einmal rumlaufen. Ach, guck mal, hier ist auch noch was vom Baum. Ich nehme auch mit. Holz ist für uns nicht sicher. Erde. So, die Zombies sehen besser aus. Dann sieht das so aus, als ob das hier gewollt ist. So. Gehen wir dafür sorgen, dass uns hier das Glas nicht ausgeht. Wahrscheinlich sowieso wieder zu wenig Holz. Schwein war eben in mein Haus. Ist einfach in mein Haus eingebrochen. Habe ich schon gedacht, oh Gott, wie kriege ich das Ding denn raus? Aber es ist wieder freiwillig rausgegangen. Wir müssen Holz hinsetzen. So. Ist jetzt wieder eindeutig was Holz haben. Dann tun wir das schön. Ich weiß nicht, können wir die Pilze essen? Ich will es ja nicht ausprobieren. Ne? Dann haben wir dann irgendwie. Sonst was. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Es wird wieder dunkel. Ich setze mal noch die vier Steine nach oben, die wir haben. Ja, diese schöne Treppe, die ich gebaut habe. Jetzt nach da. Nein. So. Soll ich da? Nee, ich glaube, das ist blöd. Ich weiß, ich mache die jetzt kaputt und kann die nicht mehr verwenden. Aber ich setze das einfach hier da so dran, würde ich sagen. So. Dass wir dann hier so eine Glasplatte haben. Oh Gott, die arme Katze hat sich gerade mega erschrocken. Ich weiß zwar nicht für was, aber. Ach ja. Nein, fuck. Kann man Glas auch abbauen, ohne das kaputt zu machen? Mist. Ich mach mehr Glas kaputt als sonst was. Okay. Aber ich würde mal sagen, ich mache für diese Folge hier Schluss und in der nächsten machen wir es. Dach fertig und schauen dann, wie es weitergeht. Danke, dass ihr reingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal.